Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Kurs Lehrgang für Einsteiger. Und in der 25. Lektion werden wir uns hier mit sogenannten IF-Abfragen beschäftigen. Und IF-Abfragen dienen eigentlich dazu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dass eben bestimmte Dinge dann gemacht werden. Bestens ist der Blick immer wieder hier ins Listing. Wenn wir PHP-Tags von 1 bis 6 zum Beispiel hier, dann von 8 bis 14, also zwei voneinander getrennte. Hier werden wieder Variablen Werte zugewiesen, dann handelt es sich um Zahlenwerte, $A bekommt einen Wert, $B bekommt einen Wert und hier ist dann der Punkt, den wir uns genauer anschauen wollen. Es wird hier eine if-Abfrage dann eingeleitet, if, und dann kommt eine Bedingung, also wenn, ja, $A ist größer als $B, dann soll das, was hier dann danach folgt, dann gleich ausgegeben werden. Also echt A ist größer als B. Dann eine zweite Bedingung, es geht dann der Reihe nach immer runter, wenn $A größer als $B ist, soll nochmal hingeschrieben werden, Echo, über Echo wird etwas ausgegeben, A ist größer als B, ja, das wäre dann wieder dasselbe, man sieht dann auch, was hier gemacht wird, A ist wirklich größer als B, 12 ist 10, das geht dann da herein, A ist größer als B, das wäre dann dieser Bereich hier, der wird auch hier dargestellt, dann hier kommt es nochmal rein, ist ja auch dieselbe Bedingung. Da wird das Ganze aber dann hier mit Klammern zusammengehalten. Hier haben wir keine Klammer, dann gehört zusammen 4 und 5 bis zu dem Strichpunkt. Und hier kann man aber, und das ist das Interessante bei IF-Abfragen, das Ganze dann hier ein bisschen breiter gestalten, hier mehr hineinschreiben, vielleicht auch noch andere IF-Abfragen. Da wird dann Echo A ist größer als B wieder, das würde bis hierher gehen. Und dann wird hier wieder eine Variable was zugewiesen, $B ist gleich A. Und dann wird das hier sogar nochmal ausgegeben. Also hier kann man einiges hineinschreiben. Und hier betrifft es, wenn man keine geschwungene Klammer aufmacht, wie hier zum Beispiel, was das auch dann gleich die nächste Zeile dann betrifft und dann ja, ist das Ganze geschlossen. Also IF-Abfragen sind sehr wichtig und man kann natürlich nicht nur Größerzeichen verwenden, sondern auch ein Gleichzeichen und ein Größerzeichen, also diese wichtigen Operatoren, die brauchen wir wieder bei dem Abfragen, weil man schaut, ist etwas größer, kleiner, gleich. Hier unten wieder der Hinweis, die Aufgabenstellung bitte lösen, damit das gleich eingeübt wird. Und von meiner Seite hier ein Danke fürs Zuhören und Zuschauen natürlich. Danke.